getting off slowly. Please let me present Martin Kalungu Banda, our next speaker. I got to know it in Massachusetts, in Boston, Massachusetts. At a workshop, I learned to know him and to value him a lot. He is an author and counselor, business counselor, working worldwide for the Presenting Institute, Cambridge Institute for Leadership, Copenhagen Business School, and many enterprises, corporations worldwide. He is running the project We Africa in South Africa with Mr. Lorenzo, who is a professor in South Africa. We said that we wanted to unify seven smaller countries to see what could be an alternative to G7. We could make the We7 instead of G7 to find a new model of finding business models. So please welcome Martin on stage. Guten Morgen. Ich bin sehr, sehr glücklich und aufgeregt, heute hier zu sein. Vielen, vielen herzlichen Dank, Alfred, dass du diesen Raum geschaffen hast, dass du eine hohe Qualität Menschen hier versammelst in diesem Raum. Ich bin mit so vielen Kollegen hier an diesem Kongress. Ihr könnt die Energie spüren, ihr könnt das Potenzial spüren, die Möglichkeiten. Und natürlich ist da auch all die wundervolle Arbeit, die ihr überall auf der Welt tut. Heute Morgen freue ich mich, etwas mit euch zu teilen, einige Reflexionen und Geschichten. Und zwar werde ich sie in den Kontext eines meiner Lehrer stellen. Er war ursprünglich aus Deutschland, aber Professor Otto Schammer lehrt jetzt am MIT in Boston. Ich hatte das Glück, in ihn gewissermaßen hineinzurennen, und wir sind seit vielen Jahren befreundet. Ich werde hier in meiner Präsentation etwas zurückgehen. Also ich spreche über Führung und Intuition. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns darauf konzentrieren, auf zwei Hauptrealitäten oder Fakten unserer Zeit konzentrieren. Die erste Tatsache ist, dass wir in einer Zeit großer Störungen, massiver Störungen leben. Ob wir jetzt darüber sprechen, dass die Menschen sich gegenseitig bekriegen und bekämpfen oder ausschließen, Ausgrenzung, zum Beispiel im Fall der USA oder die England, das sich mit dem Brexit aus der EU zurückzieht. Und gleichzeitig können wir das transformative Potenzial und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, können wir nicht verneinen. Wir sehen, was für Wandel geschieht in der Medizin, in Bezug auf die globale Armut, was China zum Beispiel hat während der letzten 30 Jahre, hat mehr Menschen aus der Armut gehoben, gewissermaßen, als alle anderen Länder der Erde gemeinsam. In Afrika sehen wir, was Technologie tun kann, aber
Wir sehen, dass Menschen Geld bewegen, auch wenn sie gar keine Bankkonten haben. Also es gibt so viele Möglichkeiten von Störungen auf der einen Seite und das massive Potenzial für Veränderung auf der anderen Seite. Das sind die beiden Hauptrealitäten unserer Zeit. Es gibt drei kritische Herausforderungen in unserer Zeit. Das sind für mich die folgenden und meine Kollegen und ich haben während unserer Forschungen diese drei Hauptherausforderungen kategorisiert. Die erste ist, dass die ökologische Trennung, also diese künstliche Trennung, die wir machen zwischen uns selbst und der Natur, unserer natürlichen Umgebung. Irgendwie haben wir uns selbst in die Illusion hinein getrickst, dass wir Menschen konsumieren können, was immer wir wollen, und wir uns entwickeln können, wie wir wollen, und dass es gut wird, dass alles gut ist, auch für die Natur. Aber das ist nicht wahr. Sehr oft brauchen wir keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass es so nicht geht. In Sambia sind so viele Flüsse ausgetrocknet. Ganze Landschaften haben sich verändert. Vor 2 bis 3 Monaten sind in meinem Land, in meinem Heimatland in Sambia, Hagelkörner gefallen. Und es hat geschneit in Südafrika. Also das Klima wandelt sich, Landschaften verändern sich. Und wir wissen genau, wie wir Dinge produzieren, wie wir in einer Weise leben, die eben nicht funktioniert, die die Natur zerstört. Wenn wir weiter so konsumieren, dann brauchen wir weitere Planeten. Heute Morgen habe ich auf Twitter geschaut und habe auf Twitter gesehen oder gepostet, getwittert, wie machen wir das nur, dass wir unsere Erde vergrößern, damit wir weiter existieren können. Also die zweite Hauptherausforderung ist die gesellschaftliche Trennung zwischen uns und den anderen. Wir haben uns irgendwie in die Illusion hineingetrickst, dass wir ein glückliches Leben leben können, unabhängig davon, was unseren Mitmenschen widerfährt, wie es unseren Mitmenschen geht auf dem Planeten. Ich weiß natürlich, dass ihr hier in diesem Raum zu den Menschen gehört, die wissen, die verstehen, dass es nicht wahr ist. Zweieinhalb Milliarden Menschen auf dem Planeten gehen ins Bett und wissen nicht, wann sie die nächste Mahlzeit bekommen werden. 3,5 Milliarden weiß nicht, wie sie irgendwie haben keinerlei finanzielle Sicherheit. Und 1% der Menschheit kontrolliert 99% der menschlichen Ressourcen. Also wenn das die Art und Weise ist, in der wir die Welt, das Leben gestalten wollen hier, dann müssen wir irgendwie schief gewickelt sein. Denn wir wissen heute, dass die Menschen die Grenzen nicht respektieren. Die Grenzen nicht respektieren, die wir erst vor kurzem in der Geschichte geschaffen haben. Wir hören Geschichten von Lampedusa, der Insel. Wir hören die Geschichten von den Flüchtlingen, von Menschen, die Grenzen überwinden wollen. Was mir Angst macht, ist, wenn wir zwei Karten nehmen, die Welt quasi in zwei Karten einteilen. Wollen wir die Erde zweiteilen? Wollen wir sagen,
wollen wir sagen, okay, die Reichen auf die eine Seite und alle die, die nicht wissen, wo sie die nächste Mahlzeit herbekommen sollen, auf die andere Seite? Bitte denkt über diese Situation nach, das funktioniert nicht. Die dritte große Herausforderung unserer Zeit ist die Trennung zwischen dem Selbst und dem Selbst. Das ist die wachsende Anzahl der Menschen, die immer, deren Leben sich immer sinnloser anfühlt, die depressiv werden oder psychische Krankheiten haben. Mit anderen Worten, die WHO hat durch ihre Forschungen gezeigt, dass im Jahre 2010, dass sich 2010 mehr Menschen Selbstmord begangen haben, als umgebracht wurden. Mit anderen Worten, wenn wir all die Menschen anschauen, die durch Kriege sterben und die Zahl derer hinzufügen, die von Naturkatastrophen sterben, dann ist diese Zahl immer noch kleiner als die Zahl der Menschen, die Selbstmord begehen. Aber davon hören wir nicht oft, nicht wahr? Das kommt nicht in den Medien. In meinem Land ist es so, wenn jemand Selbstmord begeht in meiner Kultur, dann, wenn ein Verwandter von mir sich selbst umbringen würde, dann würden wir sagen, er ist im Schlaf gestorben. Das sagt man nicht, weil es ein kulturelles Tabu ist. Also so gibt es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer von Selbstmorden weltweit natürlich auch. Also die Menschen, die im Krieg fallen, da weiß man ungefähr, wie viele das sind. Oder durch Naturkatastrophen weiß man auch ungefähr, wie viele das sind. Aber die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch bei Menschen, die Selbstmord begehen. Diese drei Trennungen sind sehr kritisch, wenn wir daran denken, dass wir eine Welt erschaffen wollen, die eigentlich ganz anders ist, dass wir eine neue Welt erschaffen wollen. Dann haben wir diese künstlichen Trennungen und diese künstliche Trennung vom Selbst, also zwischen dem Selbst, der Natur, dem Selbst und den anderen, dem Selbst und dem Selbst. Das ist aber erst die Spitze des Eisbergs, diese drei Herausforderungen. Die Wurzel ist aber das Wichtige, das unterhalb der Wasseroberfläche, das, was wir nicht sehen. Wenn wir mehr Zeit haben heute Nachmittag während des Workshops, den ich durchführen werde, da gehen wir weiter in die Tiefe, da schauen wir uns an, was eigentlich dem zugrunde liegt. Für mich geht es bei dieser massiven Störung, diesen Störungen, die wir erleben, all dem, was schief geht, kann man zusammenfassen mit einem Zitat von Václav Havel. Ich denke, es gibt gute Gründe dafür, dass die moderne Zeit zu einem Ende gekommen ist. Heute weisen viele Dinge darauf hin, dass wir durch eine Zeit, eine Übergangszeit gehen, in der es scheint, als wäre etwas am Gehen und etwas Neues unter Schmerzen geboren würde. Es ist, wie wenn etwas zusammenbrechen würde, zerfallen würde, sich selbst erschöpfen würde, während etwas anderes immer noch unbestimmt aus diesen Trümmern aufsteigen würde. Und ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, nun das zu unterstützen, was aus den Trümmern aufsteigt, denn das Bröseln, das Bröckeln, das können wir überall auf der Welt beobachten, diesen Übergang. Wir bewegen uns also in eine neue Zeit hinein und dafür haben wir, sehen wir viele Beweise natürlich auf der Welt. Unsere Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wie sollen wir darauf reagieren? Was ist unsere Antwort darauf? Ich glaube,
Wir vom Presencing Institute, wir glauben, dass wir in einer tieferen Art und Weise lernen müssen, als wir das für gewöhnlich tun. Also das Erste ist, wir lernen dadurch, dass wir über unsere vergangenen Erfahrungen reflektieren. Wir beobachten unsere Handlungen auf der Basis unserer Beobachtungen reflektieren wir und dann planen wir und beginnen wieder, ändern unser Verhalten. Das ist ein sehr populärer Zyklus. Dabei geht es aber nur darum, dass wir vergangene Erfahrungen anschauen. Was ist nun mit konfrontierenden Situationen, wenn wir konfrontierenden Situationen, Herausforderungen begegnen, für die wir jetzt keine Referenzerfahrungen haben aus der Vergangenheit? Wir schauen in die Vergangenheit und finden dort nichts, was uns jetzt helfen würde, die gegenwärtige Situation zu verstehen. Traveled across the world, continents, learning from others, we found out that change makers. Wir sind also um die ganze Welt gereist, haben Forschungen betrieben und haben herausgefunden, dass es so viele Menschen gibt, die an wirklicher, tiefer Veränderung arbeiten und wollten wissen, wie sie das machen. Es gibt also eine andere Art, es gibt die Möglichkeit, von der Zukunft zu lernen, als wenn sie entsteht, indem sie entsteht. Das nennen wir Presencing. In ganz, ganz einfachen und kurzen Worten, was ist Presencing? Es ist die Möglichkeit, die Fähigkeit, voll und ganz hier und jetzt präsent zu sein und doch gleichzeitig das erfühlen, erspüren, was kommt, was noch nicht geschehen ist. Also gleichzeitig voll und ganz hier und jetzt präsent zu sein, die Realität jetzt zu konfrontieren und trotzdem immer den Radar offen zu haben für das, was am Horizont erscheint, was in unser Leben erscheint, welche Möglichkeiten auftreten. Das ist das, was uns dazu geführt hat, den Begriff Presencing zu erschaffen. Vieles von dem, was wir jetzt die nächsten zwei Tage tun werden, wird darüber sprechen. Die Möglichkeit für Presencing erlaubt uns, unsere Antennen zu entstauben, sodass wir unsere... Ich habe also keine wissenschaftlichen Beweise dafür, aber ich glaube, es gibt viele Wissenschaftler hier in diesem Raum, die uns helfen könnten, das zu durchdenken. Der ganze Körper ist nicht nur etwas, das uns hilft, uns zu bewegen, sondern ich glaube, das ist eine super Antenne. Dieser Körper ist eine super Antenne, die Daten sammelt und Daten empfängt, die aus der Zukunft kommen. Dieses ganze System hier ist eine Antenne, das Informationen empfangen kann. Wir haben die Tendenz, den Kopf völlig überzubewerten, weil das Gehirn enthält. Professor Ken Robinson in Oxford sagte mal, als er seine Professoren, Kollegen anschaute, sagte er, er hatte den Eindruck, dass für sie der Körper unterhalb des Kopfes nur dazu dient, den Kopf zu transportieren. Wir können also Möglichkeiten empfangen, wir können Informationen empfangen mit unserem Körper.
Ich glaube, das ist eine natürliche Fähigkeit, die wir haben, dass das ganz normal ist für uns Menschen, dass wir so funktionieren, dass wir das, was wir nicht wissen können, wissen können und dass wir das, was wir nicht vorhersehen können, vorhersehen können und dass wir ständig in der Zone sein können, also in diesem Feld sein können. Was meine ich damit, in der Zone zu sein? Das ist dieser Moment, in dem du die Welle reitest, in diese Welle der Superverbundenheit. Alles ist im Superfluss. Für einen Autor ist es, wenn du den Stift in die Hand nimmst und es schreibt dir einfach und schreibt. Oder für diejenigen von euch, die Sport machen, dann seid ihr plötzlich in einer Art Flow im Sport, die ihr so nicht beschreiben könnt. Ein amerikanischer Basketballer hat diesen Moment beschrieben. Wenn das geschieht, wenn ich in diesen Flow reinkomme, dann verändert sich das gesamte Spiel. Und zwar nicht nur für mein Team, sondern für alles, für das gegnerische Team. Da kommt ein Moment Flow. Das ist der Augenblick, wenn ich, der Spieler und meine Kollegen, und ich schwöre, sagt er, wenn das geschieht, dann kann ich sehen, in der Sekunde, dann kann ich die 1, 2, 3, 4 Bewegungen voraussehen, die gleich geschehen werden. Das ist wie ein Zukunftsfilm sehen. Und dann irgendwann mal ist dieser Zustand wieder vorbei, dann fallen wir da raus und sind wieder in der normalen Wahrnehmung. Also wir können durch gewisse Praktiken, gewisse Übungen können wir tagtäglich in dieser Zone, wie ich sie nenne, leben. Also wir müssen drei Fähigkeiten entwickeln, unsere Intelligenz anzuschalten. Wir betonen ja die Wichtigkeit des Gehirns so stark über. Aber wir haben mindestens drei Kernfähigkeiten, drei Möglichkeiten. Die Fähigkeit des offenen Geistes, des offenen Herzens und des offenen Willens, der Bereitschaft. Wie schalten wir diese Fähigkeit des offenen Geistes an, indem wir die Stimme der Kritik, der Verurteilung, der Bewertung abschalten. Das ist diese klappernde Stimme, die immer sagt, oh, sie werden mich bewerten und ich bin nicht gut genug und dieses und jenes. Und alles, was ich sage oder worum ich bitte gewissermaßen, ist, dass wir uns antrainieren, diese Selbstkritik aufzulösen. Denn diese Selbstkritik hindert uns eigentlich daran, die Informationen zu empfangen. Wir befinden uns ja gewissermaßen in einem Strom von Informationen. Und wenn wir diese Stimme der Selbstkritik in uns haben, wenn wir die Stimme des Zynikers in uns haben, dann können wir diese Information nicht empfangen. Was ist der Unterschied zwischen Kritik und Zynik? Also jemand, der zynisch ist, dann vermeide ich es. Also wenn ich ein Zyniker bin, dann glaube ich nicht. Ein Zyniker zweifelt, dass es wahr ist, dass es möglich ist. Es ist etwas, das ich nicht kenne. Letztendlich bedeutet es einfach, ich kenne etwas nicht und lehne es deswegen ab. Was ist das Gegenmittel? Wir schalten unsere Neugier an und werden halt neugierig. Ich habe mit einem Bekannten von mir gesprochen, der so wissenshungrig war, und zwar wirklich, wirklich aufrichtiges Interesse an Menschen hat, wirklich mit dieser Haltung, bitte, bitte, zeig mir, wie das geht, zeig mir, wie das funktioniert, ich will das lernen, ich will, dass das funktioniert. Und
Und Nippon Metta hat mir das gestern richtig demonstriert, hat mir das vorgelebt, so dieser Hunger, wer bist du, was tust du? Und wie schalten wir unsere Fähigkeit des offenen Willens ein, indem wir die Stimme der Angst ausschalten? Natürlich haben wir Angst, aber wenn die Angst groß wird, zu stark wird, dann haben wir keinen freien Willen, keinen offenen Willen mehr. Und das, was ich hier zu sagen versuche, ist, dass wir durch diese drei Fähigkeiten, durch diese drei Möglichkeiten, das, was wir, diese Fähigkeit wieder freischalten können, das, was wir nicht sehen können, das, was noch nicht da ist, zu erfühlen, intuitiv zu erfassen. Und was ich glaube, dass wir die Welt da draußen kennenlernen, verstehen müssen. Es ist nicht genug, zu denken und zu beten und zu meditieren, sondern wir müssen auch lernen, in der Welt zu sein. Ich nenne mich selbst einen Führungsberater und Denker. Ich während der letzten 15 Jahre in England, als ich in England gelebt habe, haben sich die Dinge massiv verändert. Eines Tages hat mich meine Tochter gerufen und gesagt, komm schnell zum Fernseher, die Dinge haben sich verändert, schau mal. Denn die Möglichkeit besteht, dass die dass England doch in der EU bleibt. Ich habe also die Wahl verfolgt. Ich habe die Wahlen verfolgt in Amerika und ich schwöre, ich habe Trump nicht kommen sehen und ich lebe in der Welt und ich sage ja, Führungskräfte darin unterstütze, ihre Intuition freizuschalten und sie berate, aber ich konnte doch gewisse Dinge auch nicht voraussehen. Wir müssen in der Welt sein, wir müssen im Kontakt sein mit dem, was in der Welt geschieht. Okay, nun kommen wir zur anderen Seite der Medaille. Wir schauen hinaus und versuchen die Welt zu verstehen und dann betrachten wir uns selbst. Wir stellen uns selbst auf die Bühne und betrachten uns selbst. Es ist also nicht genug, nur nach draußen zu schauen und die Welt zu verstehen, sondern wir müssen uns selbst verstehen. Nur so können wir wirklich Veränderungen bewirken. Für mich ist einer der ganz großen Lehrer der alten Zeit, und der in gewisser Weise, der durch im Gefängnis gelernt hat, einer der ganz, ganz großen Lehrer für mich, der hat ganz stark das für mich praktiziert, hinauszuschauen, die Welt zu verstehen und den Fokus auf sich selbst zu haben. Das ist für mich Nelson Mandela. Ich habe ihn glücklicherweise als junger Student an der Universität in Sambia getroffen. Ich bin ihm begegnet. Als Südafrika frei war, wollte er zuallererst Sambia besuchen. Denn die Studenten in Sambia hatten während vieler, vieler Jahre hatten sich für seine seine Freilassung eingesetzt. Und er ist in Sambia gelandet und ist vom Flughafen direkt zu unserer Universität gefahren. Und ich hatte das große Glück, ihm und seine Familie kennenzulernen. Und ich habe so zu ihm aufgeschaut. Das war erst kurz nach seiner Freilassung, noch bevor er dann Präsident wurde.
headquarters in Cape Town when we once received a letter from him that wir haben einmal einen Brief bekommen aus Cape Town. Das war eine Einladung zu einer, in eine Primarschule am Ostkap, denn wir wussten nicht, wie wir darauf reagieren sollten. Und das war eigentlich etwas, das wir in dem Unternehmen, in dem ich arbeitete, nicht gemacht haben. Wir haben eigentlich so Projekte nicht unterstützt oder Schulen unterstützt und haben dann eine Antwort geschrieben, dass es uns leider nicht möglich sei. Und dann einige Monate später hat ein Mitarbeiter in meinem Unternehmen eine Anfrage bekommen von Nelson Mandela bekommen. Also Peter, mein Kollege, steht also da im Großraumbüro und sagt, Leute, ratet mal, was passiert. Morgen früh bin ich zum Frühstück eingeladen mit Nelson Mandela. Und wir waren natürlich alle neidisch, dass er diese wertvolle Zeit mit ihm verbringen konnte. So ist Peter am nächsten Morgen in seinen besten Kleidern angetreten, kam ins Büro und ist weiter zum Frühstück gegangen. Ungefähr um 11 Uhr kam er zurück ins Büro, wollte mit niemandem sprechen, ein langes Gesicht gemacht, traurig, seinen Koffer fallen lassen und ist wieder rausgegangen. Und ich sagte, ich habe ihn aufgehalten und gesagt, hey, das ist nicht fair, du erzählst uns nicht, du hattest Frühstück mit Mandela und er schaute mich nur an, als hätte er mir nichts zu sagen. Und ich sagte, hey, das ist nicht fair, du erzählst uns nichts. Dann ist er wieder zurück in die Mitte des Raumes und er sagte, ja, okay, Leute, Folgendes ist passiert. Wir sind im Haus von Mr. Mandela angekommen. Da war er gerade am Eingang, also an der Eingangstür, hat schon das Tor, das Gitter geöffnet. Und Mandela ist direkt zum Auto gegangen, um die Gäste willkommen zu heißen. In der Art und Weise war er sehr deutsch, Nelson Mandela, und hat sie, die Gäste, persönlich abgeholt am Tor, hat sie eingeladen zum Frühstück. Und als sie sich hingesetzt haben zum Frühstück, dann sagte Mandela, ist ihm was eingefallen? Oh, Peter, ich glaube, ich habe doch zwei eingeladen. Du bist aber alleine. Und dann sagte er, ah, der andere, ihr seid doch zu zweit gekommen. Und ich sagte, nee, der andere ist der Fahrer. Also ist Mandela rausgegangen, hat den schlafenden Fahrer aus dem Auto geholt und hat ihn zum Frühstück eingeladen. Und so saßen wir dann beim Frühstück. Ich habe das Interview also gehalten, beziehungsweise Mandela wollte gewisse Informationen über dieses Schulprojekt von mir. To the side where Peter was sitting, almost kneeling down, and then he said to Peter, thank you so much for asking Mr. Mandela to come and invite me for breakfast. And then Peter said, der Fahrer, als sie dann wieder losgefahren, als sie rausgefahren sind, am Schluss hat der Fahrer fast vor Peter gekniet und gesagt, vielen, vielen Dank, dass du Mandela gebeten hast, mich einzuladen zum Frühstück. Und Peter sagte dann, das ist das Geringste, das ich tun kann. Und Peter hatte nicht den Mut, ihm zu sagen, du, Mandela hat dich von sich aus eingeladen, weil er nicht einfach einen einfachen Fahrer in dir gesehen hat, sondern einen Menschen. Und nicht ich habe an dich gedacht, nicht ich habe dich beachtet, sondern Mandela hat dich eingeladen zum Frühstück. So, das ist seine Haltung, die er hatte Menschen gegenüber. Und
Ich hatte das Glück, mit einem seiner Enkel im Büro zusammenzuarbeiten, habe viele Geschichten darüber gehört, wie er Menschen gesehen hat, wie er war. Wir sehen ja Menschen so oft einfach als Maschinen oder als Untergeordnete oder Untergebene, und für ihn waren wirklich alle Menschen gleich. Also als BP die Führungsebene des Unternehmens auswechseln wollten, da war ich einer von 20 Mitarbeitern, die diese Veränderung durchführen sollten über die Periode eines Jahres. Und am Ende dieses Jahres war ich enttäuscht über meine eigenen Gedanken und Reflexionen, anstatt dass ich ständig an BP und die Arbeit dachte, dachte ich die ganze Zeit an mein Heimatland Sambia. Während dieses Programmes hat uns ein Business-Guru unterstützt, und indem er sagte, vielleicht habt ihr 2-3 Minuten Zeit, eure Reflexionen aufzuschreiben, wenn ihr, bevor ihr ins Bett geht, euch einen Moment Zeit nehmt, den Tag Revue passieren zu lassen. Nehmt euch 2-3 Mal am Tag Zeit, bevor ihr ins Bett geht, nehmt ihr euch ein paar Momente Zeit und macht so wie ein Tagebuch und schreibt euch einfach auf, was um euch herum geschieht, in euch geschieht. Wir haben das dann ein Jahr lang gemacht. Und ich konnte mich immer weniger auf BP funktionieren, bin eigentlich auf eine Führungskraft landesweit dieses Unternehmens ausgebildet worden quasi, aber ich habe immer nur an Sambia gedacht, an mein Heimatland. So habe ich auf diese Stimme gehört in mir. Eines Tages bin ich ins Büro gekommen, habe mir den Telefonhörer genommen und habe den Präsidenten von Sambia angerufen. Und mein Freund hat gefragt, hey Martin, was hast du geraucht? Welcher normale Mensch ruft schon den Präsidenten eines Landes an? Aber ich hatte spezielle Verbindungen. Ich habe die Nummer bekommen. Und mein Freund hat mir die Nummer gegeben und gesagt, hey, mach aber keinen Blödsinn mit dieser Nummer. Hab also später, aber also weitergearbeitet an dem Tag, ganz normal, 10 Minuten vor 5, habe ich den Impuls gehabt, einfach die Nummer zu wählen. Und ich habe gesagt, da ist Martin Kalungubanda, kann ich den Präsidenten sprechen? Und die Frau fragt mich dann, die Sekretärin fragt mich, erwartet der Präsident ihren Anruf? Und ich sagte, nein, aber es ist wichtig. Also hat sie mich auf Musik gesetzt. Es kam wieder jemand, der fragte, okay, hier ist das Präsidentschaftshaus, das Präsidentenhaus, können wir Ihnen helfen? Und ich sagte, nein, ich habe keinen Termin beim Präsidenten, aber es ist wirklich wesentlich wichtig, dass ich mit dem Präsidenten spreche. Okay, dann kam eine dritte Stimme nach einem Moment Musik. Ich sagte, ich versuche verzweifelt mit dem Präsidenten zu sprechen. Während der letzten Minute, mein Name ist Martin. Und dann sagte die Stimme, Herr Kalungubanda, ich bin der Präsident, wie kann ich Ihnen helfen? Und in dem Moment hatte ich einen Blackout und hatte keine Ahnung mehr, warum ich anrief. Und dann sagte ich, Ihre Exzellenz, es tut mir leid, ich habe nicht für Sie gewählt bei den letzten Wahlen. Und irgendwie ist mir das einfach rausgerutscht. Er hat gelacht. Und dann sagte er, na, wenigstens sind Sie ehrlich, was Ihre Wahl betrifft. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt, dann bis dahin hatte ich mich etwas gefangen. Und er hat gesagt, ich habe so viel über Führung gelernt. Und ich möchte mit Ihnen darüber sprechen.
Der Präsident sagte, heute ist Mittwoch, können Sie Freitag um diese und diese Zeit kommen und vorbeikommen? Und ich sagte, okay. Ich habe noch nie das Telefon aufgelegt mit den Worten, ja. Ich bin dann zu meinem Boss gegangen und gesagt, tut mir leid, ich kann Freitag nicht da sein. Ich habe einen Termin beim Präsidenten. Und ich habe ihm dann, er wollte mir nicht freigeben. Und ich sagte, hör mal, ich habe einen Termin beim Präsidenten, ich muss da wirklich hin. Und dann sagte mein Chef so, okay, ich lass dich gehen, aber was auch immer du vorhast beim Präsidenten, lass unser Unternehmen da raus. Ich war also am Freitag um 2 Uhr nachmittags im Haus des Präsidenten, Regierungsgebäude. Und da war eine Liste unten am Eingang, aber Personen, die der Präsident erwartete. Aber die Sicherheitskräfte hatten, niemanden hatte meinen Namen nicht auf der Liste und sagten mir, okay, glaubst du, sie würden mit jemandem wie dir jetzt irgendwie einen Termin ausmachen? Und ich sagte ihnen, ich höre euch, aber ich habe wirklich mit dem Präsidenten gesprochen. Also, das lief gar nicht gut für mich. Bin also eingeladen worden ins Büro, die haben auf die Liste nochmal geschaut. Also mein Name war nicht auf der Liste, also wollten sie mich schon wieder rausschmeißen. Und der Präsident, sie wollten mich gerade rauswerfen, als der Präsident über den Gang kam und sagte, Sie müssen Mr. Kalungubanda sagen. Und dann sagte er, okay, lass uns sprechen. Und so sagte der Präsident, wir haben uns hingesetzt, haben mit ihm gesprochen und sagte, Mr. Kalungubanda, das ist sehr interessant, was Sie sagen, aber ich möchte mir wirklich Zeit nehmen dafür. Wollen Sie nicht morgen zu mir privat zum Abendessen kommen? Und wir haben gesprochen, geredet und geredet bis Mitternacht etwa. Und dann habe ich gesagt, Ihre Exzellenz, ich muss Ihnen doch Zeit geben, dass Sie sich ausruhen können. Und dann sagte der Präsident, Martin, kannst du meine Minister und mich ausbilden, in dieser Art und Weise zu denken? Und ich hatte das noch nie gemacht. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie irgendjemanden in irgendwas unterrichtet. Und ich sagte einfach ja. Ich bin also zurück nach Cape Town geflogen. Ein Jahr später bin ich weggegangen von BP, bin nach Oxford gezogen. Der Sekretär der Organisation, für die ich arbeitete, sagte, jemand, der vorgibt, der Präsident zu sein, er ruft dich an. Willst du den Anruf annehmen? Und dann war der Präsident tatsächlich dran und sagte, hey, ich wusste nicht, dass du jetzt nach Oxford gezogen bist. Wir wollten uns auch ausbilden lassen. So habe ich ganz schnell mit ein paar Kollegen zusammen, haben wir ganz schnell ein Programm ausgearbeitet und bin mit den Ministern und dem Präsidenten zusammengesessen und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir das Land gestalten, die Zukunft gestalten für dieses Land, das wir wollen. Und dann sagte der Präsident wollte, dass ich Chief of Staff werde, also der Vorsitzende seiner Angestellten. The call I made from Cape Town had come in, I would have probably fired everybody that was on duty that day. But now I know better that when nature wants to use you for something, daraus habe ich gelernt, dass wenn die Natur etwas will, dann
geht es einfach durch. Also ich habe, dass ich den Präsidenten erreicht habe, war ja schon ein kleines Wunder. Dass der Präsident mich erreicht hat in diesem Moment, ist ja ein kleines Wunder. Seht ihr, die Natur will uns gebrauchen, die Natur will uns im besten Sinne benutzen für etwas Größeres, als wir selber es sind. Also lassen wir uns doch führen davon. Ich danke Ihnen.